Ja, herzlich willkommen zur Statistik für Biowissenschaften 1. Heute mit einem so wichtigen Thema und so einem bedeutenden Thema, nämlich dem Chi-Quadrat-Test. Der ist so wichtig und so bedeutend und also auch vom Konzeptionellen, dass wir das Ganze nur, und es geht auch nur, mit einem dementsprechend gewichtigen Protagonisten erleben können. Und das machen wir heute mit Godzilla. Weil eigentlich ist der Chi-Quadrat-Test ist der Godzilla der medizinischen Forschung, der Genetik. Meine Güte. Und das kommt überall. Und aus dem Grund, wenn man kann sich auch ein bisschen daran erinnern, ne, das ist ja hier Motra. Motra sieht ja hier auch so aus wie so ein Chi-Quadrat. Ist so, das Chi-Quadrat sieht so aus. Oh Gott, sieht ein bisschen besser aus. Naja, auf jeden Fall ist der Chi-Quadrat, das ist Chi-Quadrat und häufig wird dann auch Chi-Quadrat-Test geschrieben. Und wir gucken uns dann auch ein bisschen diagnostisches Testen heute an. Und das eigentlich, weil es so bedeutend ist, wir haben das letzte Mal schon ein bisschen angefangen, begleiten uns dabei Godzilla. Ganz wichtig hierbei auch noch zu wissen, die Formel dafür, hier, da ist das Chi-Quadrat. Also das ist die Formel, heute sind schief, ist sehr trivial. Also das gibt es auch, um zu schauen, ob das Hardy-Weinberg-Gleichgewicht geht in der Genetik. Also zum Beispiel AA, AB, BB, ob dort die erwarteten Frequenzen denen entsprechen, die man beobachtet. Dafür macht man einen Chi-Quadrat-Test. Also es gibt da ganz viele Geschmacksrichtungen von. Die Idee dahinter ist aber eigentlich immer, dass wir irgendwie beobachteter minus erwarteter Wert und das Ganze quadrieren und durch den erwarteten Wert teilen. Naja, dieses komische Quadrieren kennen wir ja schon. Das kennen wir ja schon aus der Varianz. Da wollten wir auch die Abstände zum Mittelwert haben und das haben wir natürlich auch quadriert. Also wir quadrieren eigentlich immer alles. Also wenn es in der Statistik irgendwelche Abstände gibt oder man will irgendwas wissen, wie weit bist du, wie weit wohnst du weg, dann bitte immer im Quadrat. Also wenn man irgendwas zum beobachteten, zum erwarteten Wert macht, dann braucht man immer die Quadratvariante. Genau. Ja, und das ist sozusagen, und warum, deshalb heißt das Chi-Quadrat, also das Chi-Quadrat kommt hier sozusagen daher, dass hier ein Quadrat steht und hier das Quadrat steht. Deshalb heißt es Chi-Quadrat. Naja, und dann haben wir uns letztens ja auch noch diesen schönen Motor mit den vier Auspuffrohren angeguckt. Es ist natürlich auch noch so, dass der Chi-Quadrat-Test basiert auf einer 2x2 Feldertafel. Ja, Sie erinnern sich, die Karo, die Kleidung eines jeden Informatikers. Die brauchen natürlich ein Karo und dementsprechend sieht das so aus, eine 2x2 Feldertafel oder 4 Feldertafel. Also es sieht natürlich jetzt mehr. Das Wichtige ist eben dieser Bereich hier. Der sagt aus, dass es sich hier um eine 4 Feldertafel. So. Also 2x2 Feldertafel. Beziehungsweise 4 Feldertafel gibt es in allen Varianten. Und so sieht das Ding aus und da pressen wir die Daten rein. Also im Prinzip wandeln wir Daten so um, Zahlen so um, dass sie in eine 2x2-Tafel passen und dann hämmern wir die nochmal in diese Formel und bilden anscheinend eine Summe über Beobachter minus erwarteter Wert durch erwarteter Wert. Das ist natürlich sozusagen, die Summe läuft dann eigentlich hier drüber. Ne? Das addieren wir dann einfach fröhlich hoch. Also wie Sie sehen können, wenn man kurz darüber nachdenkt und sich fragt, Moment mal, warum ist denn das jetzt limitiert zu so einer komischen 2x2-Tafel? Ich mache doch nur beobachteter minus erwarteter durch erwarteter Wert. Da ist doch gar keine Limitierung auf jetzt 4 oder irgendwelche anderen Werte. Da haben Sie auch vollkommen recht. Man kann das mit einer beliebigen großen Tafel machen. Man kann da immer Beobachter minus Erwarteter und fröhlich vor sich hinrechnen. Das ist auch möglich. Dann passt das Ganze aber nicht mehr so ganz so schön zum diagnostischen Testen. Das machen wir dann auch noch. Weiß nicht, ob wir das heute machen.
Vielleicht schaffen wir heute auch nicht alles. Dann kommt Godzilla nächste Woche nochmal. Das ist ja auch so. Der kommt ja immer wieder. Wenn Sie mal die Filme sehen, ne? Der kommt ja immer wieder. Das ist ja wie eine Seuche. Und dementsprechend kann der vielleicht nächste Woche nochmal wiederkommen. Die Filme kommt er auch mal wieder. Vielleicht sein Sohn mal. Also. So. Und ja, und daraus wollen wir uns sozusagen, wir wollen uns sozusagen den Chi-Quadrat-Test per se einmal anschauen, weil da auch das Odds-Ratio rauskommt. Das ist ein wichtiger Schätzer für ganz viele Dinge. Also den brauchen wir auch später in der logistischen Regression und das ist jetzt sozusagen für die Interpretation. Und natürlich fürs diagnostische Testen, weil diagnostisches Testen ist sowas, also es geht dann so richtig Machine Learning, wenn man sich so fragt, ich habe ein Verfahren und ein anderes Verfahren, welches davon ist besser? Welches erkennt meine Patienten Krankheiten besser? Das ist sozusagen Richtung diagnostisches Testen. Also wenn man irgendwie klassifizieren will, ob ein Patient krank ist oder nicht. Was man ja häufig dann so bei maschinellen Lernverfahren macht. Das geht dann auch so Richtung diagnostisches Testen. Ja, genau. Gut. Also fangen wir mal an mit einem konkreten Beispiel und schauen mal, was wir da so machen können.